Leute. Hallo zusammen. Achso, ich. Hallo auf unserem YouTube-Kanal. Hallo zusammen. Das ist jetzt der millionste Versuch, wo wir versuchen, dieses eine Video aufzunehmen. Ja, genau. Also der Grund für dieses Video ist, wir haben total viele Fragen auf Instagram bekommen und dann haben wir jetzt gedacht, wir beantworten die jetzt nicht einfach, sondern wir machen jetzt einfach ein Video, alle beantworten. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Das sind ein paar Fragen, also los geht's. Nur zum Verständnis, also ich bin Sophia, das ist Jana. Ja, hallo. Also, seid mir bitte nicht böse, wenn ich die Namen falsch ausspreche. Also, beste Goalies hat gefragt, wie alt seid ihr und ob wir schon ein Auto haben. Also wir sind 17 Jahre alt. Beide? Ja. wir haben uns schon ein Auto bestellt, es ist noch nicht da und wir sind gerade dabei, den Führerschein zu machen. Ja, hoffentlich haben wir den dann auch bald. Dauert eine Weile. Nein, dauert es nicht. SasiXOXO fragt, wie fandet ihr die Rollen von Honey und Nani? Und ob wir noch Kontakt zu den anderen Schauspielern haben. Die Rollen waren sehr, sehr schön. Ja. Die waren gut. Vor allem konnten wir uns gut mit den Rollen identifizieren, weil die auch so ein bisschen durchgeknallt waren. Es hat übelst viel Spaß gemacht einfach. Und ja, nee, ist irgendwo noch so ein Teil von mir, schätze ich. Wir haben noch Kontakt zu den jungen Schauspielern, weil wir uns immer noch ganz, ganz gut mit denen verstehen. Und wir treffen uns auch noch mit denen. Mindestens einmal im Jahr. Und es macht sehr viel Spaß, weil wir nie den Kontakt irgendwie verloren haben. Okay, ich frage weiter. Maddie Sternchen 2015 fragt, ob wir in nächster Zeit noch andere Filme drehen. Honey und Nani ist jetzt leider vorbei. Wir sind auch auf der Suche nach einer neuen Agentur. Also genau. Wenn da draußen irgendwo eine Agentur ist, wir sind bereit. Oh Gott. Ja. Ja, also wir hoffen, dass es dann irgendwann wieder zu den Filme drehen und Filme machen kommt. Aber mittlerweile haben wir sowieso genug mit dem Abitur zu tun und mit unseren Freunden. Maddie Sternchen 2015 hat auch noch gefragt, werdet ihr auf der Straße oft von Fans angesprochen? Und wenn wir zum Beispiel in der Stadt sind oder so shoppen mit unseren Freunden und wenn Soso noch ihre blonden Haare, also als Soso noch ihre blonden Haare hatte, dann wurden wir extrem oft eigentlich angesprochen. Jetzt in letzter Zeit eigentlich eher weniger. Die raffen das dann nicht, dass Soso irgendwie so, dass wir Zwillinge sind, weil Soso jetzt braune Haare hat und. Jane Dragon 7 hat gefragt, wie ist das so, ein eineiiger Zwilling zu sein? Nervig. Nein, ist gut, weil du hast immer eine Ansprechperson und du bist nie alleine. Es ist schön, ein eineiiger Zwilling zu sein, außer wenn dann so Kommentare kommen wie, hä? Ihr seid doch sowieso gleich. Es wurde ja dann heiß diskutiert, ob wir Twitter haben oder nicht oder ob ich einen Twitter-Account habe. Das stimmt nicht. Wir sind nur auf Instagram aktiv mittlerweile und sonst einfach nur noch privat auf WhatsApp. Also es ist dann auch schon mal vorgekommen, dass Leute gedacht haben, dass wir ihnen auf WhatsApp geschrieben haben. Ja. Das stimmt nicht, weil wir einfach privat über WhatsApp keinen Kontakt mit Fans pflegen. Also nur, dass ihr das wisst. Lila Smiley 13 hat gefragt, schreibt ihr noch mehr Songs? Wer weiß? Wer weiß? Wer weiß? Lasst euch überraschen. Sehr geheimnisvoll. Okay, machen wir weiter. Mondblume-91 hat gefragt, wann kommt eigentlich Sophias Buch raus? Das ist eine sehr gute Frage. Das würde ich auch gerne wissen. nein, also mein Buch ist fertig und es ist bereits im Druck. Jetzt können wir eigentlich einfach nur noch abwarten. Also ich hoffe auch, dass es bald rauskommt. Gwenny 200. Ja, ich dachte, ich habe schon. Nein, ich bin jetzt dran. Geh weg. Gwenny 200 hat gefragt, hast du dir die Haare einfach so braun gefärbt oder wegen einem Film? Ich habe mir die Haare einfach so braun gefärbt, weil ich Lust hatte auf Veränderungen. Eigentlich sollten sie nicht ganz so dunkel werden, aber... Die sind nicht dunkel. Die sind nicht dunkel. Ja, ist aber nur eine Tönung, also nicht gefärbt. Laura Hüllmann fragt, was werdet ihr als Beruf?
Plan, dass ich jetzt erstmal FSJ mache, was nichts mit meinem Beruf zu tun hat, also egal. Und nach meinem FSJ werde ich versuchen zu studieren. Und zwar habe ich mir da Regie vorgenommen oder Drehbuchautorin. Also ich will auf jeden Fall im Filmbusiness bleiben. Aber ich weiß noch nicht, ob das so schauspielerisch auch so bleiben wird. Also, ja. Ja, mal schauen. Ja, und bei mir will ich auch nach der Schule erstmal ein Jahr ins Ausland gehen. Und danach weiß ich noch nicht genau, ob ich studiere oder sofort eine Ausbildung mache. Aber ich würde sehr gerne in einer Schauspielschule studieren. Bibelverse Teens hat gefragt, ob, wenn sie uns Fanpost schickt, ob wir dann wirklich antworten. Also es war so, dass wir die Fanpost immer von unserer Agentur zugeschickt bekommen haben. Da sind wir jetzt aber nicht mehr. Das bedeutet, ich weiß überhaupt nicht, ob die Fanpost noch ankommt. Ich glaube aber schon. Es ist so, dass wir mittlerweile nicht mehr Zeit haben, immer zu antworten und zu schreiben. Wir lesen uns eure Fanpost immer durch und finden das total süß, was ihr uns immer schreibt. Aber einfach wegen dem Zeitdruck haben wir nicht Zeit, jedem zurückzuschreiben. Wenn sich einer so ganz viel, besonders viel Mühe gemacht hat, dann nehmen wir uns auch die Zeit und schreiben da zurück. Aber es ist mittlerweile so, dass wir eigentlich nur noch Autogrammkarten reintun, wie ihr das wünscht mit dem Namen und so. Jana.Sophia.Münster1998 hat gefragt, wollt ihr eigentlich noch mehr Filme als Honey Nanny und die Holzbaronin drehen? Und ja, mit dem Twitter-Account, aber das ist geklärt. Und ja, wir wollen. Also was mich angeht und ich glaube auch was dich angeht, gell? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn was reinkommt, wir nehmen alles. Ja. Nicht vielleicht alles, aber viel. Forever Dance 4 fragt, ist von euch jemand größer? Mittlerweile ist, glaube ich, Jana ein bisschen größer. Sie sieht jetzt nur kleiner aus, weil sie immer so krumm sitzt. Tue ich nicht. Jana sagt immer, ich sitze wie bei der Queen. Ja, Sophia sitzt immer so extrem gerade. Ist gut für den Rücken. Okay, also, was heißt die Frage? Ja, ich glaube, Jana ist ein bisschen größer, aber das wechselt ja immer, also. Ah ja, da hat wer gefragt, wie dein Buch heißt. Ah ja, also mein Buch, was dann hoffentlich irgendwann rauskommt, heißt Im Schattenspiel des Mörders. Und ist ein Krimi. Ja. Okay. Also, ja. Das war unser allererstes Video auf YouTube, wo wir über uns geredet haben. Ein Lava-Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt uns das doch mit einem Daumen nach oben. Like. Oder auch nicht. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie mir, denn das hatten wir, wie man wahrscheinlich sehen konnte. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen und wir werden natürlich auch noch andere Videos drehen, wenn sich wieder Fragen anhäufen. Falls ihr wollt, dass wir nochmal so ein Video drehen, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ja, hoffentlich hat euch unser allererstes unerfahrenes YouTube-Video gefallen. Like.